Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, Freunde, heute ist Sonntag, bestimmt bei euch, denn ich nehme dieses Video gerade am Donnerstag auf, bevor ich nach Barcelona fliege. Und die letzten vier Videos, habt ihr sicherlich gemerkt, waren alle vier Night Let's Plays, denn ich habe alle an zwei verschiedenen Nächten aufgenommen. Und deshalb dachte ich mal, machen wir so eine kleine, bisschen ruhigere Phase. Aber dafür, Montag, wenn ich wiederkomme, also morgen bei Assassin's Creed, werde ich dann wieder schön tagsüber aufnehmen. Und dann wird es ja richtig schön Geschrei geben vom Rillabeta. Auf jeden Fall, letzte Folge haben wir da aufgehört, wo wir dieses krasse Match haben gegen Baron Corbin, wo wir diese ganzen Aufgaben erreichen mussten, ne? Mit diesem erstmal zwei Körperteile mindestens rot von ihm bekommen, war das, glaube ich, dann mit einem Stuhl ihn treffen, mit einem Objekt, dann oh mein Gott Moment ausführen und dieses Match gewinnen. Das war echt krass. Wir sind einmal so krass rausgekommen letzte Folge. Wer das nicht gesehen hat, müsste sich auf jeden Fall reinziehen, Alter, unbedingt. Und jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet mit deiner Karriere, denn ihr habt ja gesagt, Royal Rumble soll definitiv im Januar sein und ich bin jetzt gespannt, welcher Monat ist. Welche Woche es ist. Ich glaube, letzte Folge war schon Woche 3. Das heißt, vielleicht kommt jetzt schon das Royal Rumble. Das wäre echt extrem krass. Dann werden wir das Spiel ja quasi danach durch. Aber ja, wir lassen uns überraschen, Leute. Ich lasse das Ganze jetzt mal hier laden. Aber ich habe keinen Bock, das zu überspringen. Wir labern einfach jetzt mal ein bisschen. Also, das Wetter gerade ist nicht sehr gerade gut. Was laber ich da, Alter? Ey, halt dein Maul. Lad doch mal schnell die Scheiße immer hier 10 Jahre. Laden, Alter. Wie bin Laden, Alter? Was ist denn hier los? Ja, komm, noch weniger. Wusst ihr, dass dieser rote Strich, der da gerade lädt, das Zeichen. Oh, vierte Woche. Oh mein Gott. Wenn es vierte Woche ist, das heißt, es muss jetzt Royal Rumble kommen. Es muss. Weil ihr meintet, der Ende Januar. Und das ist die vierte Woche. Ein Monat hat keine 5 Wochen. Oh, was haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Jetzt bin ich mal gespannt. Du bist felsenfest entschlossen, mir weiter ein Dorn im Auge zu sein, was? Ich habe eine stachliche Persönlichkeit. Sie haben mich gezwungen, mich zu verteidigen. Ich gebe den Fans, was sie wollen, genau. Shane, ich mache doch nur, was eigentlich ihr Job wäre. Ich gebe den Fans das, was sie wollen. Du genießt das so richtig, nicht wahr? Ich kann deine Anmeldung zum Royal Rumble nicht rückgängig machen. Glaub mir, ich wünschte, ich könnte das. Okay, wir nehmen auf jeden Fall hier das Foto als Thumbnail. Ich feiere das voll, wie der guckt mit seinen glasigen Augen. Aber wenn du diesen Kampf gewinnst, glaub mir, ich werde dir das Leben zur Hölle machen. Ach du Scheiße. Das heißt Royal Rumble, oder? Aber er sagt, wenn du diesen Kampf gewinnst, heißt das, jetzt kommt ein Kampf oder Royal Rumble, Alter? Leute, aber guck mal, ihr habt mir das nicht umsonst in die Kommentare geschrieben. Am Ende bereue ich es, Leute. Am Ende bereue ich es. Ich bin ganz ehrlich. Deshalb, wir machen einen Deal. Ihr habt gesagt, ich soll auf normal stellen, aber ich werde auf schwer stellen, okay? Was hält ihr davon? Ihr meint, ihr soll die Schwierigkeit auf schwer stellen. Aber ich mag ja eigentlich diese Herausforderung. Aber komm. Wenn ihr es sagt, Leute, wenn ihr es sagt, machen wir es auf schwer, okay? Von legendär auf schwer. Das ist ja immer noch schwer. Es ist ja, soll ja nicht einfach sein. Deshalb lassen wir uns da echt mal jetzt überraschen. Ich bin gespannt. Hat das auch übernommen, Alter? Weil manchmal speichere ich das und übernimmt das nicht. Also ich kenne ja mein Glück. Ich kenne mein Glück, Leute. Jetzt steht da wieder legendär. Wetten, jetzt steht da legendär. Komm, mal die Scheiße, ich drücke die ganze Zeit falsch. Okay, steht schwer. Okay. Weil jetzt müsste ja das Royal Rumble kommen. Wenn ein normaler Kampf kommt, vielleicht können wir das dann noch schnell ändern. Aber ich glaube mal eher nicht. Aber jetzt, wenn jetzt Royal Rumble kommt, wäre schon echt krass, Mann, Alter. Das wäre schon echt krass. Wart mal. Ich gehe jetzt da raus. Nein, das tust du nicht. Doch, das tue ich. Verdammt, du tust mir das schon wieder an. Hast du denn noch nicht daran gewöhnt? Ich weiß schon gar nicht mehr, ob meine Beschwerden echt oder nur noch Reflex sind. Erziel 100 Punkte bei dieser Promo. Oh Gott, Promo wieder, Alter. Okay, dann können wir wieder einfach die eine Taste drücken. Bis gleich. So, Leute, dann haben wir auch El Rille. Und jetzt kommen wieder die Kommentare. Wir nehmen jetzt mal Fang mit Antwort 4 an, okay? Antwort 4. So, und jetzt Antwort 1. Perma-Span. Ihr habt es mir auch in die Kommentare geschrieben. Nee, voll der geile Tipp, Alter. Immer diese scheiß Promos. Erziele 100 Punkte. Wir haben jetzt schon 100. Jetzt haben wir schon wieder... Guck mal, guckt euch das an, Leute. Wieder komplett alles voll. 310. Ey, das ist so ein Fail, ne? Also das Macher... Ohne Witz, das verstehe ich leider echt nicht. Ich bin zwar dicke mit 2K, die haben das Spiel geschickt gesponsert, das weiß ich zu schätzen, aber ihr wisst ja, meine Meinung ist nicht käuflich. Ich würde jetzt niemals, nur weil 2K mir das Spiel zuschickt, sagen, ey, das ist voll geil, dass das so schnell geht. Nein, also ich finde das scheiße, ehrlich gesagt. Ich weiß auch, die ein oder anderen Macher von 2K schauen mir das auch das an. Ich habe nichts gegen WWE, ich finde das Spiel super. Das sind ja solche Sachen, die definitiv noch verbessert werden müssen. Und das werde ich den Machern auch definitiv nochmal schreiben. Ich habe da ja einen guten Kontakt zu denen und ja, deshalb... Machen wir jetzt weiter, ich bin gespannt. Oh, Triple H ist da. Was will er denn, hä? Weißt du, ich hätte wirklich gehofft, dass die Leute dieses Mal der Lage Herr werden, ohne dass ich einschreiten muss. Aber ich hätte von Anfang an wissen müssen, dass wir beide wieder eines unserer Gespräche unter vier Augen führen werden. Das war ihre Entscheidung, nicht meine. Du kapierst es einfach nicht. Du gehst da raus und machst eine Promo, bei der du überherziehst über uns? Was in aller Welt wolltest du damit bitte erreichen? Ich wollte ihnen auf die Nerven gehen. Sie haben mich mit dem Koffer abgezogen. Ich wünschte mir, unsere Beziehung wäre besser. Sie haben mich mit dem Koffer abgezogen. Ach, kommen Sie schon. Sie haben mich bei dieser Sache mit dem Koffer abgezogen. Wegen Sie. Wagen Sie nicht, das zu leugnen.
Es wurden schon bessere Männer, übler als du abgezogen, mein Freund. An deiner Lage ist rein gar nichts außergewöhnlich. Also das hier ist meine erste und letzte Warnung. Benimm dich, sonst zwinge ich dich wieder ganz nach unten in den Rudel. Junge, Junge, Alter, hier ist echt Rambazamba. Rambazamba herrscht hier. Mit Triple H, der Riese, Alter. Wir sehen uns gleich wieder. Wir verlassen die Arena. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hoffe nicht, dass gleich das Royal Rumble kommen wird, Alter, weil das wird, glaube ich, ziemlich hart werden. Und das ist ja auch so ziemlich das Finale. Aber, ja, wir lassen uns überraschen, Leute. Bis gleich. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr sehen, was da steht? Stimmt, Alter. Immer wenn diese krassen Events waren, stand da vorher monatliches Pay-Per-View. Das heißt, das wird heute mehr oder weniger auch so Teil eines, das Finale sein, so in etwa, ne? Denn das Royal Rumble steht an. Das Royal Rumble steht verdammte Scheiße an, weil das ist ja das monatliche Pay-Per-View. Und ob danach noch was kommen wird oder sowas, aber WrestleMania sollte ja noch eigentlich anstehen. Deshalb, wir werden jetzt auf jeden Fall dieses Royal Rumble machen. Ich werde die Folge jetzt nicht nach 6 Minuten beenden, keine Sorge. Wir werden das machen. Das Video ist ja gerade noch am Vorproduzieren. Ich nehme das jetzt gerade Donnerstag am 25.01. mitten in der Nacht auf. Aber ja, hey Mann, ich hätte gern gute Neuigkeiten für dich, aber leider waren die aus. Na super, raus damit. Habe gerade von Triple H gehört, du trittst im ersten Kampf an. Was? Du trittst im ersten Kampf an? Sorry, dagegen kann ich nichts machen. Also als erster im Royal Rumble. Na, wenn das nicht typisch der Authority ist. Na, ja, da hast du wohl recht. Weißt du was? Nach dem Royal Rumble werde ich Triple H umarmen, die Hand schütteln, nach Strich und Faden verdreschen. Ja, Mann, Alter, weil El Rille ist einer, der hat keine Angst vor niemandem. Wenn einer ihn verarscht, dann kriegt er das Doppelte zurück. Bestimmt nicht die Hand schütteln. Vielleicht, aber so, das wäre auch eine coole Aktion, so. Weil dann schütteln wir ihm die Hand und so. Ja, hast du gesehen. Aber nee, wir werden ihn dann verdreschen, Alter. Der wird richtig auf die Fresse kriegen. Da habe ich richtig Bock. Nach Strich und Faden verdreschen. Ist das so? Der wird die Trachtprügel des Jahrhunderts kassieren. Ja, Mann. Ich stehe dir da nicht im Weg, Teufelskerl. Leider habe ich schon komplett vergessen, was du gerade gesagt hast. Ich weiß von nichts. Der kleine Schisser. Okay, nur noch ein Schritt bis zur wichtigsten Show aller Zeiten. Wrestle. Psst, Mann. Das ist wie vor dem Geburtstag zu gratulieren. Das bringt Unglück. Wir sind dem Ziel so nah, dass ich sogar schon abergläubig werde. Gut, dann lasse ich es lieber. Bleib ruhig und tu das, was du am besten kannst. Schau mir ruhig bei der Arbeit zu. Ich habe das im Griff. Gewinne den Royal Rumble. Eliminiere 10 Superstars von Royal Rumble. Okay, jetzt kommt das Royal Rumble und danach wahrscheinlich noch das WrestleMania. Also wird es heute noch nicht das Finale sein. Ich versuche mein Bestes beim Royal Rumble. Jetzt geht's los, verdammte Scheiße, Leute. Let's go. Das wird, glaube ich, mega schwer werden. Ich habe übertrieben Bock drauf jetzt. So, Leute, das Royal Rumble steht an. Da ist irgend so eine hässliche Tusse im Bild. Die überspringen wir mal. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wird El Rille wirklich als Erster reinkommen? Wird er es oder nicht? Ja, er kommt als Erster und muss das komplette Royal Rumble rasieren, Leute. Das heißt, wenn es ein 30-Mann Royal Rumble ist, bedeutet das, dass wir wirklich jeden außen müssen. Ausscheißen, ausschmeißen, rausschmeißen, leisten müssen. Ey, Leute, das wird einfach zu krank werden, ne? Aber ich stelle mich der Herausforderung. Wir haben nach eurem Wunsch, ihr habt es euch gewünscht, Leute, die Schwierigkeit von legendär auf schwer runtergestellt. Wir lassen uns jetzt wirklich überraschen, Leute. Ich hab Bock auf dieses Royal Rumble, Alter. Dann würde ich sagen, Freunde, let's fucking so, Leute, ab geht die Post hier. Er kriegt erstmal schön auf die Fresse. Bray Wyatt, unser erster Gegner. Der zweite kommt jetzt auch schon direkt rein. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen übersprungen am Anfang, weil die da einfach nur quasi rumgeleckt haben, habe ich das Gefühl, ey. So, bin mal gespannt, wie viele Leute überhaupt drin sind, Alter. Da steht nirgendwo, ob das 20, 30, ob das 200.000 Leute sind. Also normalerweise ist ein Royal Rumble mit 10... Das war's, Freunde. Ich bin raus. Ey, Leute, Alter, was ist das für eine Logik vom Game? Ey, wenn man jeden Kampf auf legendär macht, da sind so viele Kämpfe dabei, da denkst du dir, die sind auf Stufe leicht. Und jetzt, dieses Royal Rumble auf Stufe schwer, fühlt sich das an wie Weltklasse legendär. Ich glaub das nicht. Ey, Leute, ich mach noch einen Versuch. Ansonsten muss mir was anderes einfallen. Ey, das geht nicht. Das ist der dritte, wenn es 30 sind. Halleluja. So, Leute, jetzt nochmal mit Kopfhörern. Volle Konzentration. Ich versuche mein Bestes. Ey, ich hole lieber einen raus. Ey, ich muss jetzt mein Bestes geben. Ich check das gerade nicht. Das Spiel will mich doch komplett verarschen, oder? Das ist Stufe schwer. Und das fühlt sich an wie ultimativ legendär auf FIFA. Als ob der Computer die Macht wäre. Ich komme nicht klar. Okay. Und jetzt könnt ihr auch sehen, das ist ein anderer Gegner am Start. Also die ändern sich auch hier die ganze Zeit, die Reihenfolge und all sowas. Und ich glaube nicht, dass man eine Schwierigkeit runterstellen kann, aber egal. Ich gebe jetzt mein Bestes, Leute, gegen den Samoa Joe. Samoa. Richtig geil, Samoa. So, ich mach den jetzt platt, Alter. Stuff. Ey, wieso, wenn das wirklich 30 Leute sind, ne? Das wäre zu krass. Leute, wenn ich jetzt verkacke, aller guten Dinge sind drei, das ist mein letzter Versuch. Ich versuche mir jetzt hier nochmal den Arsch aufzureißen.
Aber ist das der Alkohol, den ich jetzt versuche zu schlagen? Oha, ist das geklappt? Aber er fliegt nicht raus, Mann, wegen seinem Gewicht bestimmt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Oha, oha. Zack, 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 zack. Ach, scheiße, ja, okay. Das ist ja alles komplett überarbeitet worden. Also man kann auch Gegner rausschmeißen, indem er einfach kontert, wenn er hier gegen das Seil läuft und so, ne? Also es gibt viele neue Methoden, Leute. Und wer ist das denn? Er sieht ja aus wie Herkules. Egal, Leute, man muss auch noch 10 Stück rausschmeißen. Genau, das ist dann das Highlight. 10 Stück rausschmeißen. Samurai Joe. Leute, also guck mal hier, wenn ich Pause drücke, Optionen, hier kann man die Schwierigkeiten nicht runterstellen. Man kann sie nur, glaube ich, ach, wir gucken gleich nochmal nach, ey. Aber das ist definitiv mein letzter Versuch, Mann, Alter. Ich bin ja am Vorproduzieren und... Ey, gib mir eine Bombe. Oh, der fliegt dich um, Alter, wegen seinem Gewicht. Boah, aber gerade haben wir alles gut unter Kontrolle. Wir müssen uns nur konzentrieren. Wir können nicht mehr kontern. Wir können nicht mehr kontern, Leute. Ach du Scheiße, was war das denn? Bobby Roode kommt rein. Bobby Roode. Oh, I'm Bobby. Samoa Joe. Oh nein, Chattenlau. Eieieiei. Der sieht ja aus wie Dings, Mann. Wie heißt der Typ da? Der... Oh mein Gott, mein Leben. Oh nein, zu früh. Hallo, wie schnell steckt der? Hallo. Er will mich komplett verarschen. Verpiss dich. Der sieht aus wie der Dings, Mann. Ihr wisst, wen ich meine da. Boah, wie heißt dieser Typ, der im Poker 50 Millionen gewonnen hat, Alter. Dieser Pisser, ey. Ach, keine Ahnung. Ich hab seinen scheiß verdammten Namen vergessen, Alter. Wie heißt der Typ, Mann, der im Poker gewonnen hat, Leute? Ey, der alle Frauen immer um sich hat, Alter. Der aussieht wie ein Knecht, aber jedes geilste Weib der Welt hat. Wie heißt der? Nochmal. Ey, wie heißt dieser... Ich könnte jetzt ausflippen gerade, ne? Leute, ich bin gerade echt kurz vorm Ausflippen. Wie heißt der denn nochmal? Ey, ich habe seinen Namen vergessen, Alter. Ey, wir können nicht kontern. Und guck mal, unser Leben, Leute. Guck mal, unser Leben. Es ist noch keiner draußen. Das ist doch zu krank. Jetzt verstehe ich das, was ihr meinte mit Stufe leicht. Ich dachte, ihr habt nur Spaß gemacht. Ich dachte, ihr habt nur Spaß gemacht, Leute. Ihr meint das vollkommen ernst. Ihr meint das vollkommen ernst. Nee, nee, nee. Das geht so nicht weiter. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Bis der schlägt, Alter, Ibn Sharmut. Weiß ich auch nicht, was hier abgeht. Wie heißt der nochmal, Alter? Ah, ich hab den verfickten. Der kontert einfach meinen Finisher. Ey, Leute, das ist Stufe schwer. Ihr seid Augenzeugen. Ihr seid die Augenzeugen. Digga, der bumst mich gleich raus hier, ne? Aber bisher halten wir lange durch, ne? Kann man jetzt dieses Jahr eigentlich mehr als 6 Leute im Ring haben? War ja eigentlich immer so, ne? Oha, jetzt liegen wir da wieder. Können nicht mehr kontern. Oha, wir können wegrennen und den dann wegtreten. Sauber. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen chillen. Digga, unser Kopf ist schon komplett rot. Na, guck mal, der Samoa Joe da rechts, der wird rausgeschmissen. Ey, mit seinem Gewicht überlebt er echt alles, Mann. Ey, Leute, das ist zu krank, dieses Match, ey. Also, Royal Rumble schaffen wir niemals so. Ich überlege gerade auch, was wir machen könnten. Die Schwierigkeit kann man nicht mehr runterstellen, weil wenn man im Menü ist, dann steht da, Leute, wisst ihr, was da steht? Da steht einfach, man kann nicht mehr die Schwierigkeit ändern. Man kann das nur in diese Backstage-Arena. Guck mal, gerade wieder rausgeschmissen wurde der Kalisto. Schneller, schneller. Oh nein, oh nein. Nein. Hallo, hallo. Boah, haben wir Glück gehabt, Alter. Bisher überleben wir echt lange. Ey, sorry, wenn die Folge heute nicht lang gehen sollte, Leute, aber wir müssen uns erstmal was einfallen lassen. Ich blende euch jetzt den Typen ein. Guckt euch jetzt dieses Foto an. Guckt euch jetzt dieses Foto an. Er sieht genauso aus wie diese Missgeburt, Alter. Was ist das für ein schwuler Beat von dem, ey? Ich kann mich so aufregen, das ist unglaublich, Leute, ey. Guck, Leute, du hast das folgende Ziel nicht erreicht. Royal Rumble, gewinnen Royal Rumble in mehrere 10 Superstars. Das funktioniert einfach nicht, Leute. Jetzt haben wir richtig die Arschkarte. Weil wir können die Schwierigkeit nicht mehr runterstellen, weil ich zeige euch das jetzt, wenn wir hier im Menü sind, wenn wir auf Start drücken, dann startet direkt das Match. Und man kann die Schwierigkeit wirklich nur dann ändern, wenn man in dem Menü ist. Und hier könnt ihr es sehen. Januar, monatliches Pay-Per-View. Man kann die Schwierigkeit nur Backstage ändern. Wenn ich jetzt hier auf Verbessern gehe, hier steht nichts. Oder wenn ich die Schwierigkeit im Hauptmenü ändere, bringt das auch nichts. Es bringt einfach nichts. Meine Spieler, wir können es nirgends mehr ändern, Leute. Wir sind am Arsch. Wenn ihr noch eine Idee habt, schreibt sofort in die Kommentare rein. Sonst war es das an dieser Stelle mit WWE. Aber eine Idee fällt mir gerade noch ein. Ich war ja vor anderthalb Wochen bei meiner Freundin und ich habe hier, Leute, hier, genau, guck mal hier, meine Online-Daten bei ihr mitgenommen und die sind da immer noch gespeichert online. Oh, oder ne, ja, können wir eigentlich machen, können wir eigentlich schließen.
Guck mal, jetzt gehe ich hier auf gespeicherte Daten im Online-Speicher. Wenn ich draufklicke, in Systemspeicher herunterladen. So, jetzt klicke ich hier drauf und ich habe mit meiner Freundin bis Folge, glaube ich, 32 oder so gespielt. Und hier, diese Daten, die hier drauf sind im Online-Speicher, die sind, glaube ich, von 3 Folgen zurück. Und ich könnte es so machen, dass ich die Schwierigkeit hier einfach auf leicht einstelle, diese Kämpfe schnell mache. Ja, es sind immer ein bisschen viele Kämpfe, da muss ich ja über eine Stunde kämpfen und so. Und dann könnte man die Schwierigkeit im Menü wieder runterstellen, aber so geht's halt nicht mehr. Und auf schwer könnt ihr es vergessen, ihr habt es gesehen. Und wenn ihr noch andere Tipps habt, wie ich das runterstellen kann, ohne das jetzt so zu machen, wie ich es gerade gesagt habe, dann schreibt es mir in die Kommentare, aber ich sehe definitiv keine Lösung sonst. Das ist doch zu krass. Ich check's nicht, Leute, guck mal, Leute. Ey, jeder Kampf war wirklich so einfach teilweise, ne, auf legendär. Und jetzt kommt das Royal Rumble und wir kommen nicht mal weiter als 6 Leute. Was ist euer Rekord da? Also ich würde sagen, mehr als 10 schafft man gar nicht. Und man muss 10 noch rausschmeißen, Leute. Das ist doch zu krank, Mann. Aber ja, wir stehen somit fast am Ende von WWE. Und wenn ich wieder da bin aus Barcelona, nächste Woche Dienstag, wenn wir wieder WWE kommt, dann werdet ihr auf jeden Fall, wenn wir gucken, wie wir das machen, Alter, ob ich das überhaupt packe, davor diese Kämpfe zu machen. Ich lese mir erstmal die Kommentare in Ruhe durch, aber ja, check auf jeden Fall erstmal Instagram aus. Dann seht ihr ja, dass ich gerade in Barcelona bin. Und ja, Freunde, ich bin raus, Mann. Ich bin jetzt ziemlich fertig vom Vorproduzieren. Ich nehme das Video gerade am 25.01. auf. Und ja, Freunde, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Mann. Macht's gut. Haut rein. Ich kann es immer noch nicht glauben, Alter, wie schwer, ey. Und ciao.